Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Wir haben jede Challenge gemacht, die wir bisher schon hatten, außer die allerletzte, The Purist. Die machen wir, die haben wir freigeschaltet dadurch, dass wir ein einziges Mal das Herz besiegt haben, Mams Herz. Und man kann es eigentlich als nicht mal eine Challenge ansehen, weil es einfach genauso ist wie normaler Run, nur gibt es halt keine goldenen Räume. Wie in jeder Challenge aber. Von daher ist egal. Wir sind also ganz normal Isaac, haben eine Bombe gleich am Anfang, 3 Leben, keine Items. Oben seht ihr nochmal den Seed. Und ja, mehr ist dazu nicht zu sagen. Außer vielleicht, dass die Challenge zu Ende ist, sobald wir Mams Herz besiegt haben und wir dadurch die Rune von irgendwas mit B bekommen. Die Rune von Berkano heißt sie. Und wenn man diese Rune findet und einsetzt, dann bekommt man 3 Spinnen und 3 Fliegen, die einen dann helfen mit anzugreifen. Und das ist doch was ganz Dulles. Diese Runen finde ich sowieso allgemein ganz cool. Oh, Feuer! Böses Feuer. Auch wenn ich mir dann nicht wirklich gut merken kann, was sie gerade alle so machen. Aber das kommt bestimmt noch mit der Zeit. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Boss. Gurglings. Ach, die können auch ein Boss sein. Na, die sind ja süß. Die machen wenigstens süße Geräusche, während sie uns angreifen. Und wir können sie irgendwie richtig nice wegschubsen. Au. Wir können sie zurückschubsen. Haha. Okay, das ist nicht immer positiv, aber... Doch, das ist gut. Ich finde das gut. Weil man sie dann ab und zu auch mal in seine Laufrichtung reinschubst. Oh shit. Geh weg, du. Was soll das eigentlich sein? Kleiner Gürdi oder was? Was bist du? Oh, jetzt bist du tot. Okay. Die Geräusche, ich liebe sie. Geräusche, mach nochmal Geräusche. Ja. Ein kleines Kind, das sich freut. Ne? Ne, Little Gürdi? Du magst mich, oder? Oh, guck, er hat ja gesagt. Süß. Gut, wir haben eine Bombe. Wollen wir diese eine Bombe wirklich einsetzen, um nach einem Geheimraum zu suchen? Ich weiß ja nicht. Oh, ich hab's schon getan. Ups. Na, dann müssen wir da wohl mal rein. Wir haben einen Schlüssel dafür bekommen. Das ist ja toll. Gehen wir halt in die nächste Ebene. Und... Oh. Gut, dann wird diese Challenge auf jeden Fall auch länger dauern als die anderen, weil wir halt einfach weiter gehen müssen. Und nicht von Anfang an irgendwie OP sind. Ist halt einfach ein ganz normaler One eigentlich. Explodierst du auch selber? Sehr schön. Oh, 2 Bomben. Ja, damit können wir doch was anfangen. Die große spawnt, glaube ich, kleine Spinnen nicht. Hä, macht sie doch nicht? Die ist einfach nur groß? Okay. Gut. Habe ich nichts gegen. 5 Münzen. Wenn wir noch ein paar mehr finden, dann könnten wir mal in den Shop reingucken. Oh, hallo. Ihr macht auch so süße Geräusche. Hä? Jetzt nicht mehr? Oh, da machen die anderen aber doch süßere Geräusche. Ah, nee, okay. Wenn sie das machen, ist süß. Das andere dunklere ist irgendwie nicht so ganz süß. Aber ihr kleinen Scheißhäufen seid auch süß. Alle süß, ja, ja. So, was ist denn das hier für eine komische Raumstruktur, du? Komm. Blaues Fleisch darf nicht leben. Und rot ist erst recht nicht. Aua. Vor allem nicht, wenn es so rot glitzert wie du. Du Funkelglitzerfleisch, das mich schon... Was? Das zieht ein ganzes Leben ab? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hör auf. Danke. So. Sollte eigentlich kein Problem werden, weil das ja, glaube ich, normale Schwierigkeit ist in den Challenges. Obwohl doch, sollte ein Problem werden, weil wir einfach keine goldenen Räume bekommen. Vielleicht sollte ich dann auch mal lieber in die ganzen Räume reingehen, statt immer nur weg. Mit den ganzen Räumen meine ich gerade die Stachelräume. Bin ich ja im letzten, in der letzten Ebene nicht. Oh oh. Nicht gut, nicht gut. Weil sonst kriegen wir einfach keine Items. Wir müssen hier irgendwie hoffen, dass wir da gute Items bekommen. Weil wir das sonst nicht schaffen würden. Ganz vergessen, jetzt darf ich mich ja gar nicht auf meine OP-Items einstellen. Sonst hatte man immer irgendwas am Anfang und das hat meistens schon gelangt. Aber hier, nö.
ganz normaler One. Aber immerhin haben wir schon schnieke Schuhe. Oh, Glatoni. Von dem kriegen wir auf jeden Fall irgendwas. Von dem Glutentoni. Ne, Glutentoni. Du magst mich doch, oder nicht? Aber da kommen wir dann leider nicht ran, weil er in der Mitte ist. Wie auf so ein Silbertablett. Silbertablett. Nö, kommen wir nicht ran. Aber er hat uns auch kein Item gegeben, von daher ist egal. Wir schauen mal kurz hier rein. Da hätten wir die Tasche, dass wir zwei Trinkets tragen können und sonst nichts Gutes. Die Tasche finde ich auch nicht so gut. Müssen wir mal schauen. Wir finden wahrscheinlich eh nicht genug Geld. Vielleicht finden wir aber noch das Scheißhaufen-Trinket. Das wäre schön. Vor allem bei diesen großen Räumen, wo einfach ganz viele Scheißhaufen sind. Da lohnt sich das richtig doll. So. Die Verfolger alle vernichtet. Jetzt fehlt nur noch ihr. Au, oh, oh. Wir haben schon wieder so wenig Leben. Komm schon, da muss doch irgendwo Leben drin sein. Scheiße, ich glaube an dich. Oh, nö. Irgendwo. Nee. Wirklich nicht. Oh, kein Glück. Kein Glück heute. Komm schon. Na, immerhin eine Münze. Da drüben sind noch mehr. Euch habe ich nicht vergessen. Hm. Gut, dann suchen wir noch mal kurz nach einem geheimen Raum, bevor wir zum Boss gehen. Der könnte womöglich hier sein. Wenn, ja. Gut, dann schauen wir mal, wo müsste das dann ungefähr sein. Da, oder? Yep. Immerhin zwei Bomben. Eine Bombe für zwei Bomben. Das ist immer gut. Was war das für ein Raum da links? Ein Challenge-Raum, wo man nur mit einem Leben rein konnte? Ach nee, da war... Ja, genau. Da war ja der Glutentoni. Ein Mini-Boss-Raum war das. Aha, aha. Gut, ich glaube, wir kaufen uns lieber ein Herz, bevor wir gleich sterben. Hier war kein Herz. Schade, schade, Schokolade. Gut, dann müssen wir leider mit einem Leben zum Boss. Könnte gleich schon vorbei sein. Das wäre ein bisschen schade. Haben wir vielleicht einen blauen Stein irgendwo übersehen? Nee. Das ist echt schade. Ah, vielleicht ist ja in dem Scheißhaufen da noch was. Nein. Okay. Okay, hallo Boss. Hoffentlich kein schwerer Monstro. Monstro ist okay. Monstro sollten wir noch schaffen, wenn er nicht auf uns raufspringt. Und diesmal laufen wir auch nicht unter ihn durch, weil das einfach zu riskant ist. So, ich weiß gar nicht. Kann er uns mit einem Treffer töten? Weil da sind ja auch so große Dinger bei. Oh, ich würde so gerne unter den durchlaufen, aber ich darf nicht. Ich darf nicht. Ich muss meine Lust unterbinden. La 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 la. Vielleicht kriegen wir einen Teufelsraum. Und da sind da ganz viele tolle Sachen drin. Gut, haben wir wenigstens wieder ein paar Leben und wir kriegen tatsächlich einen Teufelsraum. Und ein Speed-Up und kriegen hier den Goat-Head. Dann würden wir noch mehr Teufelsräume bekommen. Aber ein Leben dafür zu... Ah, oh, der Goat-Head. Den kriegt man so oft auch umsonst, deswegen lassen wir ihn hier. Und gehen einfach in die nächste Ebene. Der Goat-Head. Tja, 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 tja. Eine Karte, ich will diese Karte haben. Gib mir diese Karte. Vielleicht ist es ja sogar ein Trinket. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir zwei Bomben dafür einsetzen. Aber das mache ich doch gerne. Für so eine tolle Karte. Ace of Spades, yo. Ist sogar wirklich das Trinket gewesen. Wir kriegen jetzt ein paar mehr Karten. Das ist auf jeden Fall sehr gut in unserer Lage gerade. Wenn wir ein paar gute Karten bekommen würden, die uns vielleicht stärker machen etc. Wenn wir schon keine Items bekommen. Das ist schon mal sehr gut. Und der trifft mich doch bestimmt gleich schon wieder, oder? Bei dem muss man sich einfach nur merken, die ganze Zeit in Bewegung zu bleiben. Aber die werfen auch immer so schräg. Boah. Dass sie dich immer noch treffen, auch wenn du sogar versuchst auszuweichen. Das ist ein bisschen ungewohnt. Aber ist okay. Ah. Sterbt. Oh nein. Jo. Jo, ich
Die Dreher, die vernichten mich einfach. Okay. Wie viele Leben die auch haben. Treff mich einfach 1000 Mal. Ist vollkommen okay. Aber wir hatten ja noch ein volles Herz, glaube ich. Genau. Also noch sind wir sicher. Noch ist alles okay hier. Hallo. Die ziehen, glaube ich, ein ganzes Leben ab, wenn sie uns treffen sollten. Ich will es aber nicht ausprobieren. Ich will es nicht ausprobieren, habe ich gesagt. Also sterb bitte einfach. Dankeschön. Und unsere erste Karte, die wir bekommen. Wheel of Fortune. Können wir später eventuell mal einsetzen. Sprengst du dich selbst in die Luft? Nein, okay. Müssen wir wieder nachhelfen. Mann, Mann, Mann. Alles muss man selber machen. Hallo, Feuer. Oh, Feuer ist kaputt. Geheimraum? Geheimraum. 3 Geld. Jui. Sogar ein halbes Herz. Nice one. Mir fällt gerade auf, ich suche richtig selten nach einem super Geheimraum. Warum eigentlich? Könnte man eigentlich auch mal machen. Allerdings haben wir jetzt nur noch 2 Bomben, also... Das war für irgendwann mal gedacht, wenn wir genug Bomben haben. Au! Was ist das für ein blöder Raum? Geht weg! Geht weg, Wormies! So. Du auch noch und du auch noch. Du willst bestimmt zu deinen Freunden, oder? Oder? Okay, darfst du. Wusch. Macht, glaube ich, dass die ab und zu schneller fliegen. Die Tränen. Oder dass alle schneller fliegen. Weiß ich gar nicht, aber wir nehmen auf jeden Fall Ace of Spades mit, weil das einfach in unserer Lage besser ist. Ah, wir müssen das auch noch aufsprengen. Hier, bitteschön. Nein! Ihr blöden Viecher! Naja. Jetzt haben wir... Ach doch, wir haben eine Bombe wiederbekommen. Immerhin. Nimm das! Ja, die laufen einfach durch. Genau. Nochmal spielen, während wir verfolgt werden. Warum nicht? Oh, wir brauchen dringend einen Damage-Up, wie ich das gerade sehe. Wir brauchen ja ewig, um diese Fleischklumpen hier zu besiegen. Jede Runde, die wir laufen, spenden wir eine Münze an den Automaten. Okay, jetzt sollte aber wirklich mal einer sterben. Wir sollten mal an einen dranbleiben. Ach, danke. So. Jetzt sind sie alle tot. Nicht? Oh Gott. Sterb. Dankeschön. Ich bin hier gerade ein bisschen überfordert. Aber gekonnt habe ich alles, bin ich allen ausgewichen. Skiller, wie ich bin. So. Das merken wir uns. Das merken wir uns. Dass hier ein schönes kleines Seelenherz ist. So. Verspielen halt noch unser ganzes Geld. Warum nicht? Eine Pille. Bitte was Gutes. Nein. Range down. Oh, oh. Das ist überhaupt nicht gut. Geld. Noch mehr Geld. Noch ein Herz. Noch eine Pille. Die ist hoffentlich gut. Range up. Okay. Und ich glaube, Range up ist sogar weiter als Range down. Von daher war das ein guter Tausch. Und wir merken uns, dass da ein Seelenherz ist. Ich vergesse das sowieso wieder. Ich muss mir das einfach die ganze Zeit einreden. Seelenherz, 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 Seelenherz. Seelenherz, Seelenherz nicht vergessen. Ihr seid blöd, ihr trefft mich nämlich immer. Aber da liegen ja eh noch genug Kerzen rum. Und ein Seelenherz liegt da auch noch rum. Aua. Ich hasse die Dinger. Hallo. Ich hätte gern ein paar Herzen, dankeschön. 2,5 Herzen liegen da noch. Wenn wir also irgendwo Herzen opfern könnten, dann tun wir das. Wir haben kein Geld. Schade, schade. Geheimraum hatten wir, glaube ich, schon. Genau.
Super Geheimraum brauchen wir nicht suchen, weil wir zu wenig Bomben haben. 3 Bomben. Aber wofür brauchen wir die Sonne? Egal. Wir gehen zum Boss. Welcher Pestilence ist? Der gibt uns wieder einen Cube of Meat. Das ist doch schön. Dann haben wir wenigstens eine Sache, die uns beschützt. Au. Es sei denn, wir sterben hier. Dann haben wir keine Sache, die uns beschützt. Nämlich dann sind wir einfach tot. Und tot sein ist bestimmt nicht so witzig. Ist bestimmt viel witziger, von seiner Mutter verfolgt zu werden. Ah! Dass die einen töten will. Oh je, yeah, wir sterben. Wow. Gut, nochmal neu. Das war sehr, sehr schlecht. Das war mehr als schlecht. Habt ihr nicht gesehen? Ist nicht passiert. Wow. Endlich mal wieder eine Challenge, wo ich nicht einfach durchwasche. Das ja auch mal wieder nice hier. Dazu sei gesagt, dass ich heute den ganzen Tag nur Team Fortress 2 gespielt habe. Aber dann hätte ich da auch gleich rüberlaufen können, verdammt. Und jetzt voll außer Übung bin. Ich bin jetzt voll in Team Fortress-Modus. Ja, ja. Gute Ausrede, auf jeden Fall. Das ist die beste Ausrede, die mir eingefallen ist. Und deswegen laufe ich gegen die ganzen Gegner. Yay! Egal, diesmal packen wir das. In welche Ebene sind wir eben gekommen? Nur in die zweite, ne? Oha. Das ist natürlich schon ein bisschen peinlich, aber gut. Hi, du gibst doch bestimmt ein blaues Herz ab, oder? Komm schon, gib dein blaues Herz. Wow, wir wären fast schon wieder gestorben. Nicht schlecht, Herr Specht. Bin kein Specht, ich bin ein Drachenjunge. Oh, ach so. Mhm. Fliegi, Fliegi, Fliegi und eine Bombe. Wir haben wieder nur ein halbes Herz. Oh oh. Oh oh. Yo, Glatoni, was geht? Ziehst uns gleich ein Leben ab und dann nochmal ein halbes und dann sind wir einfach tot, ne? Ja, ja. Ich kenn dich doch, Glatoni. Ich kenn dich doch. Na gut, ich kenn dich anscheinend doch nicht so gut. Na siehst du, jetzt haben wir wieder fast volle Leben, haben sogar fast 15 Münzen. Der wird sich ja schon fast einen Shopbesuch lohnen. Guck mal, da hätten wir sogar 15, aber wir haben eh keinen Schlüssel. Deswegen gehen wir einfach zum Duke of Lies. Und da ist sogar noch ein blauer Stein. Wenn er hier in die Nähe kommt, dann könnten wir den mal ein bisschen ansprengen. Pum! Yeah. Das wäre gut. Bomben bringen wirklich viel bei Duke of Lies. Das ist voll heftig. Geht weg, ihr großen Fliegen. Ihr mutierten Fliegen. Ich will euch nicht. Geht weg. Yay, Bumps Underwear. Range up. Toll. Leider hatten wir keinen Schlüssel, sonst wären wir in den Shop gegangen. So lohnt sich das nicht. Da werden wir reingehen. In der Hoffnung. Oh! Gabby's Paw, immerhin. Besser als gar nichts. Nehmen wir mit. Haben schon mal das erste Gabby-Item. Wäre ja auch schon, wenn wir mal uns irgendwie transformieren in irgendwas. Da fehlen nur noch 2 weitere. Dann wären wir Gabby. Und das wird auch irgendwie zur Purist-Challenge passen. Weil im Purist steckt Purr. 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 Und Katzenporn. Habe ich jetzt so entschieden. Und sollten wir zu viele Leben verlieren, können wir halt unsere Herzkantine wieder einsetzen. Wir haben den Fischhead. Richtig nice. Cool. Cool, cool, cool. Ich mag den Fischhead. Wir brauchen auf jeden Fall eine Bombe und einen Schlüssel. Der Fischhead macht meiner Meinung nach, also ich glaube, dass wenn wir getroffen werden, spawnt da Fliegen. Die halt wieder mit angreifen. Glaube ich, ist keine Garantie. Werden wir bestimmt noch sehen, sobald ich... Ja. Ja, ich hatte recht. Ich wusste, was ein Item macht. Juhu. Was ein Trinket macht, besser gesagt. Au. Unsere schönen roten, blauen Herzen. Ja, Fliegen. Tötet sie. Und die Fliegen machen halt doppelten Schaden. Wir haben eine Bombe. Das ist schön. Also den doppelten Schaden von denen, was wir machen, machen dann die Spinnen und die Fliegen. Das ist auch schön. So, ich hoffe jetzt einfach, dass wir, also wir sprengen jetzt erstmal den blauen Stein da auf, der da noch war, und dann hoffe ich, dass in der Truhe noch ein Schlüssel drin ist. Ah.
Dass da zwei... Lol. Okay, wollen wir nicht. Vielleicht finden wir hier noch einen Schlüssel bei dem ganzen Feuer, das uns gleich abschießen wird. Nicht abschießen. Böses Feuer. Böses Feuer. Gut, ich laufe einfach gegen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja. Kein Schlüssel für uns. Dann gehen wir halt in die Arcade. Zäh. Ups, da wollte ich gar nicht gegenlaufen. Ist egal. Laufen wir da halt ein paar Mal gegen. So. Sollte lang. Jetzt haben wir auch ein paar Fliegen um uns rum. Das ist doch schön. Dies ist doch richtig schön. Noch eine Pille. Lockdown. Sehr gut. Lockdown ist immer gut. Vor allem, wenn man hier rumspielt. Wie viele Herzen haben wir denn? Eins. Eins auf jeden Fall. Ja, wir können da nochmal gegenlaufen. Oh, das hat sich sogar gelohnt. Da war ein Dime, ein Nickel dabei. Ein Nickel. Nickel sind fünf. Wir verspielen jetzt einfach unser ganzes Geld. Wie viele Fliegen haben wir denn da eben verloren? An der einen Fliege, die da gespawnt ist. What the fuck? So. Na? Willst du explodieren? Willst du nicht? Okay. Dann, ach, ich habe gar keine Bombe. Verdammt. Yay. Man kann mehr Fliegen haben als im alten Isaac, sehe ich gerade. Das ist ja cool. So, wir haben keinen Schlüssel. Wir haben... Da waren wir schon drin? Waren wir da schon drin? Da waren wir noch nicht drin. Dann gehen wir hier mal rein, ne? Los, Fliegis. Tötet, Monstro. Einfach ein Pilz und Lockdown. Können wir gleich fallen lassen wieder. Wir wollen euch... Oh, dich wollen wir aber doch. Wir wollen das Trinket behalten. Ach so, man schmeißt auch das Trinket weg, wenn man seine Karten und Pillen wegschmeißt. Das ist ja auch cool. So. Zwei Bosse sind das ja nur, ne? In so einem Challenge-Raum. Ich glaube, ja. Und Shop. Wetten Shop? Nee, Larry, okay. Larry ist okay. Larry ist gut. Der stirbt wenigstens schneller als Shop. So. Ach ja, Larry. Hey, gucken. Wie gucken wir denn? Als wenn wir tagelang nicht geschlafen hätten. Voll die Augenringe. Isaac, ruh dich mal wieder richtig aus. Und sammel Energie. Aus deiner Umwelt. Und dann machst du eine Genki-Dama. So, die Lockdown-Pille wollen wir natürlich nicht mitnehmen. Haben auf jeden Fall ein paar Leben dazu bekommen. Hat sich also gelohnt, da reinzugehen. Und dann können wir zum Boss. Welcher Monstro ist? Gegen dich haben wir doch auch eben schon gekämpft. Moment. Okay, jetzt spring nochmal. Ah. Nicht so. Du weißt genau, wie ich das meine, Monstro. Genau, nochmal. Yay. Habe ich gut dressiert, diesen Monstro. Habe ich sehr gut dressiert. Nochmal. Ja. Hier komm, Monstro, hier komm. Immer weiter, immer weiter. Nein, nicht spucken. Monstro. Sonst kriegst du kein Essen. Monstro, was tust du? Okay, Monstro, das langt mir. Du kommst ins Heim. Gut, hier ist ein Schutzbedarf. Das ist nice. Das kriegen wir hier. Zwei Katzen. Oh, wir würden dann Gabi sein, oder? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Wir sammeln das schon mal ein. Und dann machen wir das so, dass wir das einsetzen. Und dann kaufen wir das. Jetzt haben wir 9 Leben und haben hier gleich das Leben wiederbekommen, das wir eben schon eingesetzt hatten. Das ist schön. Und wir sind Gabi. Das erste Mal. Wie sieht Gabi denn aus? Gabi sieht... Man hat einen Schwanz. Ja, Kattenschwanz.
Gut, wir setzen unser letztes Leben hier auch noch ein. Weil, warum nicht? Und Gabi ist toll. Jetzt produzieren wir Fliegen, indem wir unser Space-Item einsetzen. Wir produzieren Fliegen durch unser Trinket, wenn wir getroffen werden. Und wir produzieren Fliegen, wenn wir Gegner treffen. Das ist doch nice. Das ist sehr nice. Als Gabi sollten wir auf jeden Fall Moms Herz besiegen, ohne Probleme. Meiner Meinung nach. Das ist nice. Und sonst hätten wir ja 9 Leben. Können es 9 mal versuchen gegen Moms. Einfach mal jetzt. Juhu! Das erste Mal Gabi. Richtig nice. In der Purest Challenge. Na gut. Warum auch nicht? Und die Fliegen sind einfach richtig stark. Sollten wir jetzt noch ein paar Tiers-Ups bekommen? Was ist das denn? Flatworm? Blub, blub. Nee. Wir bleiben bei der Fliegentaktik, würde ich sagen. Einfach, weil wir es können. Und Fliegen voll OP sind. Wisst ihr was? Ich gehe einfach in die Mitte. Da könnt ihr mich nämlich nicht treffen. Oh, könnt ihr nicht fliegen? Seid ihr nicht, Gabi? Seid ihr nicht so cool wie ich? Mau, 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 mau. Piep! Taschen! Taschen! Ich bin eine Katze. Was bist du? Ein hässliches Viech. Ach so, ja gut. Kannst du ja nichts für, Piep. Kannst du ja nichts für. Kann nicht jeder so süß sein wie ich. Boah, die Fliegen machen so viel Schaden. Das ist so geil. Und wir produzieren einfach richtig viele. Pam, 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 pam. Piep ist tot. Hoffentlich ein Shot-Speed-Up. Nee, Speed und Range-Up. Oh, jetzt sehen wir gar nicht mehr so süß aus. Aber wir haben immer noch den Katzenschwanz immerhin. Immerhin etwas. Oh, ich wollte aber die Katzenohren. Das ist ja doof. Das ist ein gutes Item. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das andere nicht. Wir schauen uns nochmal an der Ebene ein bisschen um. Vielleicht finden wir noch ein paar blaue Herzen. Das wäre ganz schön. Da hätten wir so einen Raum. Okay. Jetzt verdoppelt sich halt alles. Alle Drops, die wir... Oh, die Maske, die wir bekommen. Wir hätten zwar lieber in den Shop gehen sollen, aber... Pff, Shop. Wer will schon in den Shop? So. Dafür gehen wir aber in den Challenge-Raum. Und hier habt ihr gesehen, alles hat sich verdoppelt. Was ist das denn? Box of Spiders, aha. Was kann die? Setzen wir sie mal ein. Wow, da war ein Spinn drin. Damit hätte ja keiner gerechnet. Aber nur 2 Stück? Das ist ja irgendwie mickrig. Aber dann ist das quasi wie Gabi's Head. Nur halt mit Spinnen. Und man kann es nur alle 2 Räume einsetzen, statt jeden Raum. Aber quasi ist das dann die Gabi's Head-Form mit Spinnen. Ja. Ja, das ist doch toll. Das ist doch richtig nice. Oh, das war schon. Okay. Da hätte ich jetzt aber mehr erwartet. Hallo, ich kann auch fliegen. Ich besuche euch mal in eurer Ecke, okay? Oh, ihr seid schon tot. So, kostet ja nur ein halbes Leben. Und wir kriegen noch das 4. Gabis Item. What the fuck? Und noch mehr fliegen, okay. Jetzt haben wir einfach 9 Leben plus ein eventuelles extra Leben. Und wir haben eben Schlüssel bekommen. Schauen wir mal hier rein, da kriegen wir nur Pillen. Die Pille kaufen wir uns. Pheromone, okay. Okay. Dann halt nicht. Der Geheimraum. Hatten wir hier geguckt? Und, ich guck nochmal. Ne, hatten wir nicht. Gut, was kriegen wir hier? Nochmal 2 Bomben, okay. Und nach einem super Geheimraum lohnt sich... Meiner Meinung nach nicht, oder doch? Ach komm, wir gucken einfach nach. Verdammt, eine Bombe umsonst eingesetzt. Gleich beim ersten Versuch gefunden, ja nice. 2 oder 3 Spinnen. Wir bauen eine Armee auf von Krabbelfiechern. Haha. Keiner kann uns aufhalten. Keiner. Außer vielleicht mal am Zart. Und andere Gegner. Wie stark die sind, das ist so cool.
Ah, wir haben auch wieder unsere Katzendinger. Das war nur für eine Ebene, oder was? Okay. Habe ich nichts gegen. Laufen wir hier rein. Zwei schwarze Herzen. Das eine wird es leider weggehen. Los, fliegen! Tötet sie! Pau, pau, pau! Yeah! Ich bin ja mal gespannt, wie viele Fliegen man insgesamt haben kann. Ob das endlos sind? Aber es sind auf jeden Fall mehr als im letzten Isaac. Da konnte man ja irgendwie immer nur 5 Stück beieinander haben. Hier schon locker 10 oder sowas. Oh, neue Pelle. Balls of Steel. Sehr nice. Strength und nochmal Strength. Und was haben wir hier drin? Da haben wir... Oh nein, hoffentlich wird nicht alles gerewollt. Das fände ich nicht so cool. Okay. Hat einfach nur die ganzen Sachen... Oh, Krebs! Ach, alles in dieser Ebene wurde rewollt. Krebs nehmen wir natürlich mit. Das ist sehr gut. Ein Shot Speed Up und ein Damage Up, soweit ich weiß. Yay, Cancer! Steam Cell brauchen wir nicht. Dann nehmen wir die Pille mit. iPhone Pills, okay. Okay. Alle Items in diesem Apartment wurden gerewollt. Und wir haben noch eine Stärkekarte. Das ist auch sehr schön. Dies ist auch sehr schön. Ja, durch Krebs produzieren wir jetzt halt noch mehr Fliegen. Das ist quasi perfekt als Gabi. Perfekt, du musst du. Alles, was man haben will. Mehr Schaden und schneller, wenn das dann genauso ist wie im alten Isaac. Und Gördi. Hallo, Gördi. Oh, haben wir Fliegen. Los, ihr Fliegen. Tötet es. Tötet das klumpige Etwas. Wie schnell der stirbt. Jo. Fast nicht OP. Range up. Gut. Sind wir hier auch durch und sind in der fünfte Ebene. Eine Ebene vom Arm. Und wir haben die Zeit aufgeholt. Das ist auch schön. Eine graue Kiste. Die nehmen wir natürlich mit. Und unsere Fliegen machen das. Yay. Aber das habe ich gar nicht am Anfang den Seed gezeigt, wa? Oh oh. Aber ich trage das sowieso immer in die Beschreibung noch rein. Also, wenn ihr das nachspielen wollt, dann steht das da mal drin. Ich kann selber nochmal kurz nachgucken. 8ZB9DF9. Aha. Gut. Was haben wir hier so? Eine Trollbombe. Gut, dann nehmen wir noch die Batterie mit. Noch ein bisschen Geld. Komische Hentai-Tentakel. Voll die unnötigen Dinger. Jo, was könnten wir noch gebrauchen? Wir könnten noch gebrauchen ein bisschen Damage ab, aber eigentlich machen wir genug Schaden mit den ganzen Fliegen. Oh. Okay, nee, wollen wir nicht. Das wollen wir nicht, das ist doch nicht so wow. Alle in einer Reihe bitte aufstellen und nacheinander töten lassen. Vielen Dank. Aber bei denen... Oh, unsere Maske hat mal was gebracht. Sonst wären wir getroffen werden, aber weil wir ihn angeguckt haben mit der Maske, hat die das abgefangen. Ja, super toll. Ach, du kannst einfach rüberfliegen, oder was? Ja, genau. Töten wir erstmal den lilanen Etwas, das ist bestimmt der Anführer. Und wenn wir den töten, dann bleiben die anderen auch alle da. Plau, 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 plau. Nicht umdrehen, nicht umdrehen. Hinter dir ist gar nichts. Vertrau mir. Ich rette dich. So. Da ist ein Shop. Da gehen wir mal rein. Und wieder nur Blödsinn. Was macht das? Stores Energy. Aha. Okay. Keine Ahnung. Können wir jetzt mehr... Nee, hä? Kein Plan. Stores Energy? What the fuck? Was soll das denn sein? Was bringt das? Ich habe 15 Geld dafür ausgegeben und weiß nicht mal, was es bringt. 15 Money hat es gekostet. 15 Münzen. Irgendwas mit einer Batterie. Vielleicht kann ich jetzt mehr Batterien tragen oder was? Aber hä? Hallo, The Fallen. Ach, wir haben auch noch eine Stärkekarte. Dürfen wir nicht vergessen. The Fallen?
Ich habe Krampus auch noch gar nicht gesehen. Krampus sollte es ja auch noch geben, oder nicht? Bei denen kriegt man ja mal die coole Kohle. So, noch ein Baby. Sister Maggie. Hallo, wie geht's dir, Sister Maggie? Alles gut bei dir? Ist der nette Herr gut mit dir umgegangen? Das wäre natürlich auch cool. Kostet aber 3. Ach, nehmen wir mit. Nehmen wir mit, ist ein Damage up. Und geht überall durch. Das ist doch schön. Können wir uns auch nochmal kurz in der Ebene ein bisschen weiter umgucken. Da kann der Geheimraum nicht sein. Also gehen wir da auch gar nicht erst hin. Oh, guck mal hier. Noch ein bisschen Geld. Yay. Geld ist immer dull. Jetzt haben wir die Todessensen der Tode. Wow. Bin ja richtig kreativ heute. Hä? Ach, da oben. Da kann er auch nicht sein. Was ist das? Range down. Gib her. Wo ist denn der Geheimraum, sage mal? Mit diesen Sensendingern, die machen übrigens Damage up. Und sehen cooler aus als die normalen Tränen. Und sie gehen durch die Gegner durch. Wie man hier schön sieht. Das heißt, man kann mehrere gleichzeitig töten. Das ist alles ganz doll. Und dafür 3 lächerliche blaue Herzen. Wow. Herzugeben lohnt sich. Meiner Meinung nach. So, ich hätte gerne nochmal den Geheimraum. Ja, ihr seht ja schon. Wir sind jetzt einfach viel stärker als vorher. Plau. Unsere Fliegen kommen gar nicht hinterher, die anzugreifen, weil die immer alle sterben. So. Krass, wie viele Fliegen wir haben. Wie viele sind das wohl? Sieht auf jeden Fall nice aus. Einfach so ein Bodyguard an Fliegen um uns rum. So ein Schwarm Fliegen. Jo, wir sind einfach richtig stark. Gut, ich will aber immer noch den Geheimraum. Wo wird er sein? Ratet mit, wo ist der Geheimraum? Vielleicht ja hier irgendwo? Nein. Gut, dann keine Ahnung. Schauen wir mal. Da oben ist noch ein Raum, in dem wir nicht drin waren. Gehen wir da doch mal hin. Was haben wir denn hier? Hier haben wir leichte Gegner. Oh, der springt. Wieso springst du? Oh, 2 Schlüssel. Das ist schön, weil wir nicht so viele Schlüssel hatten. Alter, es werden immer mehr. Man kann wirklich unendlich Fliegen haben. Kann das sein? Das wäre richtig geil, wenn man... Sieht aber so aus. Nein, Fliegen! Ihr bleibt bei mir! Ihr seid mein! Und ich produziere immer mehr und mehr! Alter! Jo! Bald ist der ganze Raum voller Fliegen. Die müssen ja einen Lärm machen, wenn die Geräusche hätten, ey. Ja gut, ich finde den Geheimraum nicht, keine Ahnung. Oder haben wir den schon? Ne, haben wir nicht. Gab's da sonst noch was? Wieso habe ich die rote Kiste nicht aufgemacht? Man weiß es nicht. Egal. Jetzt sind wir, glaube ich, in der Marm-Ebene. Genau. Genau. So, da hätten wir noch einen Challenge-Raum. Der sollte ja ziemlich schnell zu Ende sein. Sterb! Oh, da konnte ich... Nein, unsere ganzen Fliegen sind tot. Blöder Megamor. Gut, das ging irgendwie schnell. Das ging irgendwie ziemlich schnell. Die können wir auf jeden Fall auch mal alle wegsprengen. Könnten ja blaue Herzen drin sein. Komm schon, mindestens eine. Ja. Das ist doch schön. So, die springen wir auch nochmal in die Luft. Und dich auch. Noch ein blaues Herz, sehr schön. Ey. Bist du immer so laut? Noch eine Stärke. Hey, jetzt haben wir hier 3 Stärkekarten. Was ist da los? Setzen wir mal eine ein. Warum nicht? Yo! What the fuck? Okay. Wir nehmen uns noch eine mit. Haben immer noch 2. Zudem können wir noch ein paar Fliegen spawnen. Alter. Wir werden gleich wieder endlos Fliegen haben. Das kann doch nicht wahr sein. Lebt noch was? Ach ja. Krass. Und es werden immer mehr und mehr.
Keiner kann uns aufhalten. Oh, jetzt kriegen wir auch noch die Damage Up und Challenge. Oh, Challenge Up. Das hört sich aber nicht gut an. Aber solange wir einen Damage Up haben. Ist das jetzt voll? Ne, immer noch nicht. Ist erst bei 4. Krass. Karas. Challenge Up. Kommen jetzt schwerere Gegner. Ah. Macht eh nichts. Wir sind sau OP. Lass mich gehen. Komm, jetzt echt schwerere Gegner. Kann das echt sein? Au, ey. Ey, jetzt habe ich ein Leben verloren wegen euch. Nicht so cool. Was soll denn das? Hallo, Boss. Hallo, Molly. Können wir die Stärkekarte einsetzen? Jo, wie viel wir abziehen. Und sie ist tot. Kriegen noch ein AP ab, das wir eigentlich nicht brauchen. Jetzt haben wir 2 AP-Ups. Hä? Wo haben wir das andere her? Ach nee, war nur vorübergehend. Und wir kriegen noch das allerletzte Katzen-Item. Nehmen wir mit. Jetzt haben wir alle 4 Katzen-Items. Kann das sein? Kann das sein? Wir haben das neue Lebens-Item. Wir haben das Halsband. Wir haben den Katzenschwanz. Wir haben Gabis Head. Und wir hatten Gabis Paw. Damals. Nice. Wir haben einfach alle Katzen-Items in einem One gefunden. Das ist der Katzen-One. Miau, 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 miau. Aber passt ja auch zur Challenge, weil Pew ist und Katze. Ich finde, das passt. Ich finde das best. Das wäre super, super doll. La, 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 la. Nein, fliegen. Ich brauche euch für das Herz. Ich gehe jetzt extra weit weg von den Gegnern, damit die Fliegen... Au. Damit die Fliegen ja da bleiben. Nein, fliegen. Ich mache das schon. Ihr müsst nichts machen. Hört auf, die Gegner anzugreifen. Pheromone. Ja, super doll. Nochmal 2 blaue Herzen. Au. Das ist so nice, dass es einfach durch alle durchgeht. Dadurch sterben die so schnell. Nein, fliegen. Nein, fliegen. Nein. Oh. Hä? 3 Bosse? What the fuck? Okay, der ging schnell, weil man halt jedes Teil trifft, dadurch, dass es immer da durchgeht. Mann, unsere schönen Fliegen. Jetzt sind sie alle tot. Alle sind sie tot. Alle fliegen. Nein. Ich hatte sie so gern. Fliegen, hört auf. Ihr müsst das nicht tun. Tammy's Head. Yo. Warte mal. Wie viel Schaden macht das? Wir nehmen auf jeden Fall den anderen Kopf wieder mit, aber ich will das trotzdem mal kurz sehen. Bam. Ja, genau. Alter, krass. Karas ist das. Das ist richtig Karas. Hä, ist doch irgendwo ein Gegner? Ja, da. Komm her. Alter. Gehst einfach in den Raum rein, machst das und alles ist tot. Das ist doch richtig krass. Power. Okay, das habe ich mir Dollar vorgestellt. Gut, nehmen wir uns. Power. Richtig witzig. Gut, wir nehmen aber den anderen Kopf wieder mit, damit wir uns unsere Fliegenarmee weiter ausbauen können. Wo war das hier? Ja. Puh. Nein, gib das her. Wieso haben wir so einen weißen Kopf? Wollen wir den her? Wir sind voll das Frankenstein-Kätzchen. Au, au. Okay, der Raum war sehr unnötig. Genauso wie der. Wir gehen rein. Er stirbt in einer Sekunde und dann gehen wir wieder raus. Okay. Hier waren noch 2 Schlüssel, habe ich gesehen. Und 2 Truhen. Was machst du Schönes? Ah, nee. Dann nehmen wir lieber Krebs mit. Krebs ist eh cool. Leerer als alles andere. Megafred? Den hatte ich noch nie. Was ist denn Megafred? Okay. Kann der sich nicht bewegen? Doch, kann er. Oh, er liebt uns. Okay, der war irgendwie nicht so schwer. Speed und noch ein Damage ab. 5 Striche haben wir jetzt schon. Und wir sehen wieder so bescheuert aus. Gut. Damit sind wir in der letzten Ebene für diesen Challenge. Für diese Challenge. Für diesen Challenge 1 wollte ich eigentlich sagen. Warm 2. Hallo du. Okay.
Cool. Machst coole Geräusche auf jeden Fall. Ach, das war unnötig. Ist egal. Wir haben genug Schlüssel. Wir haben genug für alles. Oh Mann, bei so einem Equipment ist das schon wieder schade, dass wir nur bis zu Moms Herz können. Weil uns die Challenge das vorschreibt. Jo, gib uns einfach den einfachsten Gegner mit unserem Equipment. Warum nicht? Am besten ist noch Sharp. Okay, schade. Nein, fliegen. Bleib bei mir. Ich mach das schon. Sharp stirbt sowieso richtig schnell. Ja. Kriegen wir noch was? Nein, gut. Alter, wie viele Fliegen wir haben. Los, zählt sie mal. Zählt sie mal bitte. Nein. Oh, aber die gehen auch so schnell wieder tot. Das ist schade. Freunde, sie müssen das nicht tun. Ich schaff das auch. Ist zwar nett, dass sie es tun, aber ich will sie zu Moms Heart haben, damit Moms Heart sofort stirbt. Nein, ich muss auf Abstand bleiben, damit die Fliegen nicht mit angreifen. So. Und seid ihr bereit? Wir gehen zum Moms Heart. Blau, blau, blau. Jetzt dürft ihr angreifen, fliegen. Jetzt dürft ihr alles machen. Alles. Achso, man trifft die ja gar nicht. Habe ich vergessen. Muss ja in die Mitte kommen. Los, meine Fliegen. Oh. Gut. Das ging irgendwie sehr schnell. Und wir können auch weitergehen. Wollen wir weitergehen? Haben wir dann die Challenge nicht geschafft? Doch, haben wir, ne? Oh, jetzt bin ich rausgegangen. Nein, wir hätten noch den Teufel besiegen können. Was auch immer uns das gebracht hätte. Haben sogar mit vollen 10 Herzen hier überlebt. Das war ein schöner One. Wir sehen zwar ein bisschen doof aus, aber wir haben noch die Katzenohren. Und den Katzenschwanz haben wir auch noch. Wir sind einfach die Todeskatze. Wound of Bacano. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Damit haben wir alle Challenges abgeschlossen, die wir freigeschalten hatten. Und dann kommt nächstes Mal endlich wieder ein normaler One dran. Das ist doch cool. Haben wir eigentlich Eden? Ja, wir haben Eden immer noch. Wir können nochmal mit Eden spielen, wenn wir denn wollten. Wir haben sogar Eve. Hä? Wir haben schon alle? Sehr gut. Kane, Judas, Eve. Ja. Jetzt wird nur noch diese super... Ich habe keine Ahnung, wie er heißt. The Lost oder so hieß der. Aber dafür muss man irgendwie komische Sachen machen. Hä? Guck mal, auf den Zettel da oben stehen Sachen drauf. Ein Herzchen und ein... Kreuz? Was hat das zu bedeuten? Hä? Jetzt mal ehrlich, was hat das zu bedeuten? Was ist einer von euch das? Da oben links auf dem Zettel ist ein Herzchen und ein Kreuz und bei Eden ist auch ein Herzchen drauf. Heißt das vielleicht, dass man... Ah, ja, das heißt, dass wir Moms Heart besiegt haben und den Teufel mit Kane. Ach, das ist ja cool. Damit man weiß, mit wem man das schon gemacht hat. Ja, okay. Okay, okay. Das heißt, wir haben erst einmal Moms Heart besiegt, oder? Ne, zweimal Moms Heart besiegt und einmal den Teufel. Stimmt das? Ach, das steht hier gar nicht. Okay, egal. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal bei einer normalen Folge Isaac ohne Challenge. Wow, das wird eine Umstellung. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.